Ist schon praktisch, wenn man sich selbst heilen kann, weil meistens machen sie es ja nicht, die anderen die heilen. Marke, du Okay. musst das irgendwann mal lernen. Glas mit einem S. Da wird doch meine Seniorenbetreuung nicht immer. Ach so, mit der habe ich gar keine Opfergaben. Okay. Nee, die hat alles neu. Du musst auch das Blutnetz neu Ja, machen, Sachen das neu weiß ich. sammeln und auch Körbs und so weiter. War Okay. Absicht, Macke, okay. Ich dachte schon, du willst es so lange probieren, bis Seniorenbetreuung darauf reagiert, aber sie wird darauf nicht reagieren. Komm, hier bei dem mal mit. So. Bitte nicht. Warum nicht? So, ja, bereitklicken. Es tut mir leid. Ich habe nichts gesagt. Ich vergesse das immer. Alles gut? In Hand das gleiche und in PUBG auch das gleiche. Immer mit dem bereitklicken. Breitling. Ja, breit kann ich das auch nicht schaffen. Vor allen Dingen die Spiele müssten das so langsam wissen, dass ich immer bereit bin. Ich bin bereit, ich bin bereit. Allzeit bereit. Auch wenn es schneit, ich bin bereit. Mache ich halt mal bei meinem Botspiel mit nebenbei. Nelly sammelt hier fleißig Bonbons bei mir. Okay. Hat schon 6000. Hat viel zu viel Zeit zum Botspieler spielen. Ein bisschen anpassen. Ja, ab einer gewissen. Nachtvogelscheuche. Na, Marke, ab einer gewissen Zahl von Bonbons, die du gesammelt hast, wirst du natürlich auch befördert. Dann hast du dir das auch verdient. Okay, Breiwolf, dir auch eine gute Nacht. Sehr gut. Wir warten auf ein Opfer. Oh, ein Opfer fehlt noch. La 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 la, Opfer, komm doch her. La 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 Ich la, das glaube, es hat Spielen sich ist nicht schwer. rumgesprochen, dass wir so schlecht sind heute Abend. Jetzt will keiner mehr rein in unsere Lobby. Naja, Faruna ist ja drin. Ja, die hatte taube Ohren. Die Ach hat das so. noch nicht mitgekriegt. Das könnte sein. Die Leute spielen heute alle irgendwie was anderes. Bist du im überlebenden Rang auch schon vor runtergekommen? Rechts oben, dieser Kreis. Ja, auf 19. Okay. Ich habe bloß keine Ahnung, was dieser überlebende Rang zu Das bedeuten hat. ist dieser Season Rang. Da gehst du von 20 immer weiter runter. Bei 1 bist du natürlich top. Ach so, Ja. okay. Und da habe ich immerhin mal einen Rang geschafft, anscheinend. Ja, ist doch gut.
bei dem anderen bin ich jetzt Level 11. Darf ich angeben, obwohl ich nicht weiß, wie ich es geschafft habe? Ja, natürlich. Ich bin da auf 17. Ja, cool. Ich habe keine Ahnung, wie. Nö, freut mich ja. Mir sind Ränge eh egal, von daher. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich damit irgendwas machen kann. Das ist ich glaube, dieses Spielerlevel interessiert mich mehr. Ich weiß auch noch nicht, ob das irgendeinen Einfluss auf irgendwas hat. Oh. Der Tuberkiller hat jetzt auch die Schnauze voll. Ja. So, einladen. Warum nicht zwei laden? Gucken wir mal. Hast du zwischendurch vielleicht Killer gespielt? Vielleicht hat das auch einen Einfluss, dass wenn man noch Killer gespielt hat, da auch noch Punkte mit einfließen? Nee, Killer habe ich bisher nur einmal gespielt und das war auch nur in Non-Season, also nur ich gegen Freunde. Also. Ah, okay. Haben sich zwei auf jeden Fall sehr einfallsreiche Namen gegeben, wahrscheinlich Vorname und Nachname. Julian hätte ich mal. Ja, gucken wir mal, was jetzt kommt. Ich befürchte Schlimmes. Echt? Erstmal ganz viele, die sammeln wollen. Mhm. Okay, keine Killer-Info. Schade. Oh, aua. Da, 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 da. Ich möchte irgendeinen Killer haben, der vielleicht mal ein bisschen leichter ist. Ich bezweifle. Wo wir jetzt schon zwei, drei... Es kommt ja auch immer auf unsere Mitspieler drauf an, wenn wir gute haben. Die Gruppe eben war ja eigentlich von Grund auf jetzt nicht so übel. Wir hatten schon zwei, drei Runden, wo wir doch schon nah dran waren. Ja. Wenn unser Nachteil ist ja nach wie vor, dass wir uns nicht so gut auskennen, wo was ist. Ja. Hi. Ich weiß auch immer noch nicht, was das Symbol jetzt um den Lukas bedeutet, mit den Armen da. Wenn da ein Spieler so ein Symbol drumherum hat. Das ist irgendein Perk. Der Killer kommt. Ist auf jeden Fall irgendwo in der Nähe. Ja, den Lukas. Ich hab hier den ersten Generator. Ich hab dir eben noch ein bisschen geholfen, aber dann habe ich das Herz schlagen gehört, da musste ich erstmal ein Stück weg. Ah ne, Lukas ist das, dem ich helfe, okay. Mhm.
wollte nämlich schon sagen, ich bin hier ganz alleine. Und der erste Generator ist gleich durch. Ja, unser gleich auch. Bist du nah an dem dran? Geht so, aber ich könnte versuchen hinzurennen. Okay, ich sehe euren Generator. Ich bin in der Nähe von euch. Okay. Probier da mal außen rum. Ich weiß immer noch nicht, was für ein Killer das ist. Doch nicht, ich hatte nur ein Herzklopfen. Ich habe wieder ein Herzklopfen. Kämmt der da? Doch, mein Generator ist fertig. Ja, ich glaube, der kämmt da. Ach nee, das ist die neue. Wieder die mit diesen Fetzen im Leib. Ja. Ja. Ich bin am nächsten Generator. Ich auch. Mist. Der ist knallen lässt. Wo ist denn die? Da vorne, okay. Ich probiere ihm gerade zu helfen. Ach, ich kann mal probieren, mit ihr fünfmal um den Baum laufen. Mann! Oh. Kriegt die Krise. Scheiße! Ja. Die hat mich. Hat er die Palette nicht umgeschmissen, mein Charakter? Oh, ich weiß wo. Oh, Mädel. Wir machen ganz schnell. Zeit, bei mir ist das das erste Mal. Ja. Keine Ahnung, wo sie ist. Doch, ich habe einen Namen. Sie läuft noch hier in der Nähe von mir rum. Läuft so Richtung Generator. Der gerade gemacht wurde. Sie sitzt da noch und bewegt sich nicht. Ich glaube, die teleportiert. Ja. Ja. Mit irgendeinen von euch. Okay. Ja, wir waren eben alle drei bei dem Generator. Ich bin gleich bei dir. Ja, Julian. Sie ist bei Julian. Okay. Ich gehe mich heilen, selbstständig. Okay. Ich suche den nächsten Generator. Oh. Geht ihr den retten? Oh, der war gut. Ich will, dass man die Potenz immer wieder von vorne anfangen muss. Ja. Wenn man gestört wird. Okay, der ist tot. Hat aber schnell aufgegeben. Mhm. So, selbst heil. Okay, die ist bei mir.
eigentlich. Okay, sie ist nicht mehr bei mir. Hi. Hi. Oh, sie ist wieder hier irgendwo. Ah, okay, Lukas. Also wenn er die, wenn sie ihn hier aufhängt, hole ich ihn. Ich okay. weiß, glaube ich, nicht, dass ich hier bin. Ich werde ihn holen. Okay. Wenn sie da weg ist. Sie haut auf ihn ein. Jetzt ist da weg. Kommt wieder. Nächster Generator, einer fehlt noch. Sicht da ein. Ich sehe sie. Sie hat wieder einen. Ah, wieder den Lukas. Ich glaube, der könnte dann weg sein. Ja, der ist auch disconnected. Hätte er wenigstens noch liegen bleiben können. Mhm. Gleichfalls, Novelle. Dir auch. Dann gehen wir mal nach dem letzten Generator suchen. Ich habe einen. Okay. Oh, sie kommt zu mir. Nein! Mist. Wir versuchen dich zu retten, wenn sie dich hier drin hängt. Oh, warum hänge ich denn hier? Okay, ich sehe dich. Ja. Sie ist hinter mir irgendwo. Mhm, sie folgt dir direkt. Ich habe die Luke gefunden, die ist hier draußen. Okay. Direkt vor dem Toreneingang. Wo die Kühlfässer stehen, da ist die Luke im Notfall. Ist gerade ein bisschen aufregend. Also nur, dass du Bescheid weißt, ja. falls irgendwas schief geht. Wo dieses Feuer brennt, wo die ganzen grünen blauen Fässer stehen. Wenn ich auf den Eingang schon einen Eingang gucke, würde ich sagen, gegenüber. Ja. Wo der Haken ist, auf jeden Fall vom Schein aus. Wir sind überall blaue und grüne und gelbe. Besser. Okay, wenn du in der Scheune vom Generator durchs Fenster hüpfst, siehst du den Haken und dahinter ist die Hedge. Als Orientierung. Bist du jo, gekommen? Nein. Boah, ey. Ah. Warte, ich versuche es zu fallen. Gut, noch hängst du nicht. Jetzt hänge ich. Hälfte durch. Noch ist er hier, obwohl die steht. Die teleportiert sich, glaube ich, gleich. Ja. Hm, mach grad noch schnell das Totem kaputt. Ich glaube, bei der sollte man die kaputt machen. Wo bist du denn da ganz hin? Ah, sie ist noch in der Nähe. Jetzt geht's in deine Richtung. Und teleportiert. Na, blöde Kuh. Konnte sie kurz abhängen? Okay. Nein. Oder auch nicht? Lauf. Wir machen das jetzt so. Du gehst jetzt zur Hedge und ich lass mich sterben. Ich habe keine Ahnung, wo die Hedge ist. Du kennst die große Scheune da hinten, wo du vorhin drin warst. Die riesengroße rote Scheune. Riesengroße rote Scheune, ja. So, da gehst du rein, da ist der Generator drin, der läuft und da hüpfst du durchs Fenster und da ist ein Haken und dahinter ich hab's ist die Hedge. Okay. Du hast sie, kann ich drücken? Ja. Gut, dann lass mich jetzt sterben.
Dann bist wenigstens du mal endlich raus. Wenn wir schon die Hedge finden. Ja. Ich hoffe, die geht jetzt schnell mal auf. Sollte gleich aufgehen. Ja. Bin drinne. Da haben wir wenigstens einen Erfolg heute. Boah. Dann hat sie wenigstens einen nicht gekriegt, ey. Genau. Nee, das habe ich von Zuschämt gelernt. Manchmal muss man einen Mitspieler opfern, wenn es nicht anders geht. Und wir wären so nicht rausgekommen beide. Das ist richtig. Danke, Mel. Da ist wenigstens mal einer rausgekommen. Du kannst gar nicht alles schaffen hier zu skillen. Nee? Nein. Okay. Woran sieht man, dass man nicht alles skillen kann? Weil dieses schwarze Ding ja irgendwann die Sachen zumacht. Mhm. Und du siehst kurz vorher, in welche Richtung dieses schwarze Ding sich bewegt. Okay. Das heißt, du nimmst das, was... gehst am besten in die Richtung, wo du am liebsten hin möchtest. Wir haben ein OP in der Gruppe. Ja. So. Ein Wilhelm Bill Overbeck. Und drei Kludetz. Ja. Hast du eigentlich auch die Fallout 76 später? Negativ. Jetzt noch mal einmal irgendwie entkommen mit einer Tür oder so, das wäre doch. Ich würde auch sagen, für mich ist es dann die letzte Runde, Dead by Daylight zumindest. Für mich auch, ich kriege Kopfschmerzen. Bin ich ein bisschen deprimierend gerade. Was? Also heute. Juna hat die Beta. Ja, ich hab die Beta. Juna hat die Beta. Ich werde morgen Fallout definitiv reinzocken weiter. Habe ich heute Nacht schon getan, als die Beta offen war. Aber ich konnte leider nur eine Stunde genießen, weil der Download so lange gedauert hat. Okay. Ja, ich habe angefangen vor 12 Uhr. Er lief die ganze Zeit mit voller Power, mit komplett 100k lief der Download. Und so eine 40 Minuten bevor es fertig war, also es haben nur noch 8 GB gefehlt, fing er dann an mit 1 Megabit zu ziehen, mit einer 1000er Leitung zu ziehen, statt einer 100er. Na toll. Und dann habe ich bis 2 Uhr gebraucht, für 8 verdammten Gigabyte runterzuladen. Und um 4 war es wieder fertig.
die Beta. Kam ich nicht weit. Ja, natürlich habe ich ein Element, die Beta. Im Spieler besitze ich auch schon. Sonst hätte ich ja die Beta nicht. Sie hat sogar die Alpha, Beta, Gamma. Aber ist echt klasse, Nelly, kann ich dir verraten. Über MMO, gar. Er hat mir den Beta ach, du grüne Neuner. Aber jetzt, Michael Meyer? Kenn ich das? Könnte sein. Laut Musik? Oder es ist die Musik von der Karte grundsätzlich. Und es ist hier ein anderer Killer auf der Karte. Kann natürlich auch sein. Auch das könnte sein. Weil das ist... Das sind... es ist... Was ist der Michael? Er hat eine Maske an mit Plüschohren. Ach nee. Wie ein Fuchs oder so ähnlich. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Der Hase. Genau, Hase. Schön. Der Käschen. Die summt die ganze Zeit vor sich her. Die ist hier bei mir. Oh Gott. Die hat mich gesehen, scheiße. Blöde Kuh, geh weg. Ach man. Hier sind natürlich keine Paletten zum Umwerfen. Oh, die hat diese Beile. Ja. Keine Chance, sie hat mich natürlich erwischt mit dem Ball. Die kann gut treffen. Ja, ich hänge. Also Marke, das ist die Fallout 76. Von dem, nein! Oh! Und Nelly, klar, ich habe sie über eine Ruga geholt und hab mir da noch separat noch den Beta-Key geholt, dass ich auch Zugriff auf die Beta habe. Oh, Lupo, ja, hi. Ich hänge mit dir zusammen ab. Also, ach du, du hängst gar nicht mehr. Na, nee, toll. Ich häng nicht mehr. Ich dann bin befreit. Dann hätte ich mich ja gar nicht hängen lassen dürfen. Nee. Oh, die weiß schon wieder, wo ich bin. Oh, die hat mich eben voll überrascht, ey. Die schmeißt schon wieder mit Beilen nach mir. Wie unhöflich. Ja, ich würde rennen an deiner Stelle, wer auch immer daneben mir ist. Die schmeißt. Oh, Generator fertig. Jetzt könnte mich jemand retten. Das probiert keiner. Ich kann gerade nicht. Ich habe ja ganz Verfolger. Ich weiß, aber die anderen beiden probieren es auch nicht. Obwohl, der könnte hintenrum ganz gehen. Achso, da kommt Mist, auch noch die kann einer. Auch durchs Fenster. Oh Gott. Ja, aber es dauert länger. Nein, lass das Beil weg. Achso, bei der war das ja. Ich sollte Haken schlagen, wenn die mir ein Beil ja schmeißt. Genau. Gut, ich ärgere sie ein bisschen, indem ich Haken schlage. Ja. Oh Gott, sie hat mich. Mist. Da ganz hinten, ne? Mhm. Aber es sind, glaube ich, alle irgendwie unterwegs zu mir. Echt? Ja, aber sie ist noch hier irgendwo. Ich höre sie noch singen. Ja, ich höre sie auch noch. Ja, sie ist direkt bei mir. Sie ist auf der Straße. Läuft sie wieder zu mir. Ah. Sie soll nicht campen.
Ja, jetzt steht sie hier bei mir. Toll. Aber auch nicht mehr lang Zeit. Ja. Ah, immer diese Camper, was sie nicht wissen, wie wir sie das anders machen sollen, ey. Ja, sie hat nur warten müssen. Schauen. Um wenigstens noch Punkte zu. Punkte, ja, auf Punkte, jeden Punkte. Fall. Und hier ist die Hedge meistens in einem Haus drin, habe ich die Erfahrung gemacht. Okay. Und auch mal in einem Haus im ersten Stock kann sie auch mal sein. Nelly, du kannst ja schon mal vorsorglich den Befehl raussuchen, wie du meinen Titel änderst. Falls du Zugriff hast auf so eine Funktion. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob du Zugriff hast. Ich lasse die Leute mal bei dir kurz zugucken, so. Und geh mal schnell auf Toilette so lang. Ja. Ich kann ja eh im Moment nichts machen. Probier mal irgendwie auf der anderen Seite ein bisschen was zu machen. Gibt's hier irgendwas? Ah, ein Generator. Und Ernte. Schauen wir doch mal, was wir noch so rausholen können. Generator gleich machen, aber dabei konzentrieren. Wo ist denn der? Da hinten. Okay. Gerade so.
gern da hinten den Generator weitermachen. Da ist ja auch einer drin. Oh, aber unten. Ist hier oben was? Huhuhu. Ist auch nichts mehr, ne? Nur der Totem. Okay, nehmen wir den noch mit. Ah, das ist in mancher Hinsicht, das ist ganz schön heftig. Wieder da. Baby. Bist ja immer noch am Leben, tapfer. Noch. Abwarten, Kaffee trinken. Den Generator will ich jetzt aber noch nicht anfangen. Ich will eigentlich den anderen zu Ende machen. Es tut mir leid, dass ich jetzt im Stream esse. Müsst ihr weggucken, wenn ihr Nom nicht nom sehen nom. könnt. Nom 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 nom. Ja, Streamtitel, Nellyman, hast du denn Zugriff auf mein Dashboard? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier den gegeben habe. Aber ist auch nicht schlimm, ich kann es zur Not auch auf dem Handy ändern dann gleich. So. Hast du die Hedge schon gefunden mittlerweile? Nee. Ich mache jetzt erstmal den Generator, damit die Hedge auch aufgehen würde. Ich guck mal nach den anderen, was sie Ja, so mach das mal. Okay, da ist auf jeden Fall noch ein Mitspieler an einem Generator, und zwar der Quad-Arthur. Ja. Der andere jetzt auch. Also die hängen jetzt alle an dem Generator. Oh, Mist. Ja! Was war das denn? Die hat ihn noch im Fallen erwischt. Jo, Katze. Den Haaren schlagen. Wow. Genau das. Gut, der Status funktioniert schon mal, also hast du Zugriff, glaube ich. Oh. Sehr gut. Gut, dann kannst du dann gleich Status dann später ändern und dann den Spieletitel. Ich glaube, Titel muss mit Titel kommen oder so. Ich weiß es jetzt nicht, oder gehen. Das war irgendwo ganz ans Ende der Karte. Wenn du den Koffer jetzt nicht mehr benutzt, wo du da dabei hast, dann wird er wieder aufgefüllt, wenn du die Runde Okay. erfolgreich verlässt. Dann verlierst du ihn nicht. Wenn du ihn aufbrauchen würdest, wäre er weg. Okay. Das ist ein Tipp von Zuschauern. Wenn man die Items hier nicht ganz aufbraucht und man überlebt die Runde, dann werden die wieder aufgefüllt. Man kann sie in der nächsten Runde wieder benutzen. Oh, ich könnte meinen Generator gleich noch so schön zu Ende machen. Aber dafür muss ich da erst hin. Oh, Mist. Ja, sie hat den Hulk. Ja. Wenn ich wüsste, wo die lang geht. Noch steht sie bei ihm und schlägt auf ihn ein. Okay. Ich beobachte ihn mal, weil solange sie da ist, kann ich jetzt sagen, dass sie bei ihm ist. Ja, sie schlägt fleißig auf ihn ein. Und bei ihm ist auch ein Generator direkt, wo er hängt. Aber Ja. sie geht da jetzt nicht weg. Oh, die stalkt jetzt, ey.
Ja, zur Not rennen zum anderen Generator. Die Sache Die bleibt ist. hier hartnäckig. Okay. Sag mir Ich habe Bescheid, ja wenn sie hier weggeht. meinen Generator da hinten. Den möchte ich ja noch zu Ende machen. Ja, sie bewegt sich hier nicht weg. Sie schlägt fleißig auf ihn weiter ein. Wie? Sofort? Quicktime? Okay. Jetzt beschmeißt sie ihn, also sie ist immer noch bei dem Typen. Noch kämpft er gegen an, das heißt, du hast noch ein bisschen Zeit gewonnen. Ja, die mag den wohl. Jetzt hört er auf zu kämpfen. Ah, ne, er wurde abgehangen. Er wurde wieder gefangen. Und sie ist immer noch hier bei ihm. Ja, jetzt ist er aber tot. Jetzt ist er tot. Was macht der andere? Warte, ich wechsle zum anderen. Oh, Mann. Der läuft gerade über die Straße, ich denke, und der läuft zum Boah, Generator komm. oder so. Ich krieg jetzt gerade die Krise bei dem Generator. Ist sie folgt. Es könnte sein, dass sie ihm folgt, weil ich höre Summen bei ihm. Okay. Ihr Singen. Ja, sie sucht ihn. Sie ist ihm auf den Fersen. Frauenpower, mich lässt sein kommen, bitte. Ich würde es sehr wünschen, sondern halt über die Hedge dann. Ja. Guck bei ihm, ob ich sie irgendwo finde. Sie kommen in deine Nähe. Ja. Er hat sie nämlich im Schlepptau, pass auf. Sie ist ihm raus. Im Haus immer noch? Ach nee, da Die vorne müssen jetzt. noch. Also der Typ ist jetzt im Haus unten im Keller. Und Okay. oben im ersten Stock war noch ein Generator, der fast fertig war. Oh. Und wo der Killer jetzt ist, weiß ich nicht. Vor mir. Der im Keller heilt sich gerade. Das ist gut, dann verschaffe ich ihm doch mal die Zeit. Er ist durch mit der Heilung. Ich nehme an, der wird gleich hochgehen wieder in den ersten Stock und eventuell den Generator da oben fertig machen. Ach, Mist. Ich bin zu spät gesprungen. Ja, er geht hoch zum Generator. Ich bin zu spät gesprungen. Der macht den Generator fertig. Ja. Verkackt hat, wird sie jetzt vielleicht reinkommen. Nochmal verkackt. Okay. Nochmal. Oh Gott. Der war fast durch. Jetzt muss er nochmal mehr reparieren. Der Killer ist auf dem Vordach. Und er probiert zu mir zu kommen. Ja, Killer kommt wieder bei mir. Wenn der mich jetzt auch kennt, ne, dann gibt's gleich erstmal einen Report. Gehakt. Sie ist auch wieder hinter mir, ja. Ich sehe es. Ja, du hast sie betäubt. Ja. Deine Chance. Die ist immer noch hinter mir, ja. Nee. Mist, ich dachte, die geht außen rum. Ja. Ah. So, ich guck nach dem Mann. Der ist bei dir immer noch in der Nähe. Ja, aber ich bin tot.
Also er schleicht euch hinterher, um sich wahrscheinlich abhängen zu wollen. Ich bin aber tot. Dass er weiß, dass er tot ist. Er hat eine Taschenlampe. Vielleicht kann er den Killer blenden, dass du abfällst oder so. Ich weiß ja nicht. Nein, ich war gerade durch. Ich war gerade durch mit dem Wehren. Da hatte schon die Taschenlampe aufgerichtet. Mann. Das ist ärgerlich. Jetzt muss er nur die Hedge finden. Oh, ich war gerade genau in dem Moment, kurz bevor sie mich aufgehängt hat, war ich durch mit dem Wehren. Ja, hatte ich vorhin auch. Aber so schlecht ist der Typ hier gar nicht, finde ich. Doch. Nein. Ja, gut, das war blöd. Das war jetzt blöd. Aber das sowas ähnliches habe ich eben auch probiert, also naja. Ja, manchmal funktioniert's ja. Schade. Oh, 21.000 Blutpunkte, naja, immerhin. Ich mein.